Willkommen zurück, Ajuden Chronicle, Folge 19. Wir haben gerade die große Schlacht gemacht. Und jetzt schnappt eine Falle zu. What? No. It can't be. Wait. Impossible. Das ist, das sind eine Menge Leute. War isn't about soldiers scrabbling at each other trying to draw blood. War is breaking your enemy's spirit. Watching their eyes widen like frightened hares before a wolf. Bringing the meek to bay. Er hat halt nicht Unrecht, ne? He marched his entire army from Norsfaria? But none of our intelligence gave the slightest indication of... And an enemy's heart is never more vulnerable than in the moment they believe victory is at hand. That is when you reveal your greatest weapons. Overwhelming numbers and fear. Go forth, Chaldeans! March as if none stand in your way! Become fear itself! This can't be happening! Holy shit, ich hab Gänsehaut. Damn it! Was soll ich denn da noch machen? Mein Mauszeiger ist im Screen, es tut mir leid. Get to safety! Pagar! Warriors don't die like dogs! They pick themselves up off the ground and they damn well survive! You're right. Lass dich zusammen, Noah! Alles gut, lass uns zu den anderen gehen. Kann hier bei der Szene meine Kamera nicht ausblenden, aber ist nicht so schlimm, ich mache dann einfach so. Okay, aktuelle Mission, zieh dich zurück. Alles andere ist wahrscheinlich blockt. Ja, okay, ich wollte nur mal gucken. Okay, Rückzug, absoluter Rückzug. Peachy! Now come on! Ymir and the other soldiers are regrouping at her ladyship's manor! Take control of the town, and do try not to embarrass me in front of the dukes. Yes, sir! Quickly! Mir gefällt das alles nicht. You all made it. Where's Ymir? Inside. How's it looking out there? Nicht gut. They're closing at speed. Whatever we're doing, we better do it fast. Milady, we must get you out of here. Do something. Protect her. I agree. There's no time to lose. We'll gather the remaining soldiers. And then take everyone and escape through the East Gate. What are you saying? You're coming with us, milady. Aren't you? No, I'm not. However, the distraction you create is going to help me escape. There's a secret passage by the manor that leads to safety. One of House Groom's little insurance policies. I'll use that while you make for the exit. But we should decide where we'll regroup, because I haven't even begun to fight. Yes! Yes! Ich lieb sie, sie ist nice! A secret passage, is it? Well, how about that? Oh, I know! We should meet at that ruined castle we found! Dann bauen wir da uns einen Außenposten und ein Hauptquartier hin, yes! That's perfect. There's no way the imps will be able to squeeze all their men through that mine. Ja, wir aber auch nicht. Good, then it's decided. Very good. Then we'll meet you there once we make our escape. Your ladyship,
You take Janequist and... let's see. If you need a bodyguard, I am... Nope. This job's mine. I'm a strict follower of the mercenary creed, which is to stick with the person least likely to get murdered. Ah, okay, klar. You're not gonna make me break my creed, are ya? Wow, that's convenient. Just take care of her. If that's settled, it's time to go. Good luck, my lady. Travel safe. You too, Ymir. Noah, might we speak privately for a moment? Wait, me? Wo sind? Gibt's hier was zu looten? Hier gibt's nichts zu looten, ne? Ah! Da geht's aber richtig. I know time is short, but I would beg a boon of you. That's like a favor, right? In the offhand chance. No. In the 1 in 1,000 chance I don't make it out of here alive, I want you to raise an army in my place. Oh nein, 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 nein. You want me to lead the resistance? No, because in 999 possible futures, I'm doing that. I'm only asking you to cover the one slim possibility that remains. Will you do it? Also soll ich eine Armee ausheben? So you want me to raise an army? I know I'm asking for a lot. All the same. Well, Lean always did say I was good for meddling and not much else. I have no idea what that means, but it seems to be a compliment. Dane hat das auch gesagt. Could be. But all right. I'll build your army. Meddler's honor. I know it's a 1 in 1,000 chance, but I'll see it done. Thank you. Also, I expect some quality meddling. I knew I was right to trust you with this. Well, I'm glad one of us is. You really sure? Very. You remind me of someone I once loved. A very tiny bit, but still. Uh-huh. Now, be gone with you. You're supposed to be my distraction, so get out there and start distracting. Yeah, mule! Whoosh! Okay. Okay, okay, I'm going. Good luck, Noah. Ich mag das Spiel, es hat so gute Dialoge. Ich mag das alles. The Chatterbox returns. So, how was your talk? Where to begin? He can tell us later. Noah, I want your team to take the vanguard. Break through and open the east gate. I'll follow once I've assembled the troops. Understood. Okay. Noah definitiv im Main Squad. Die vier müssen alle mit. Wir sind alle Level 16. Wir brauchen jetzt noch einen Heiler. Der geht. Naja, der muss vorne stehen. Sie muss hinten stehen. Und ich hätte hinten noch gerne. Kuroto. Ich kann nur die Main Character da hinten packen. Okay. Das ist aber cool. Dann kann ich die mitnehmen, damit sie storytechnisch dabei sind. Aber. Ja, wir lassen das mal so.
Ich glaube, das ist, ein smartes Setup jetzt erstmal. Yugo müssen wir wieder mitnehmen. Yosuke hat jetzt seinen Auftritt. Die haben alle gute Waffen. Passt. Oh boy. Alright, let's move. Ymir! Nee, du bist nicht Ymir. Ich erledige das. Ihr müsst schlecht zum Monster. Jetzt weiter durch das Osttor hindurch. Ihr seid noch nicht bereit, dann beeilt euch. Achso, okay. Ja. Ich bin very bereit. Kann ich nochmal nach oben? Wow, ich kann tatsächlich nach oben. Wo sind die ganzen Katzen? Wo sind die Schmusis? Ich kann tatsächlich nochmal komplett hoch. Hier ist nichts, was ich finden kann jetzt. Kein Secret oder so. Das ist ja ernüchternd. Okay, es ist. Oh, so cool. Es ist so gut. Das Spiel ist so gut. Jetzt weiß ich allerdings auch, was die. Where are you going? Was Reddit gemeint hat mit. Es hat einen langsamen Start. Ich fand das ja ganz cool mit dem, Leute rekrutieren und so. Hab das sehr genossen. Aber im Vergleich zu dem, was gerade alles passiert, ist das, war das wirklich ein Slow Start. Also, das war ja. Slow, slow, slow. I see him. Macht's trotzdem. They're here already? Oh mein Gott, jetzt gibt's Gewalt, Alter. Ich mochte das Kampfsystem mit der Schlacht. So, angreifen. Jaido-Schlag. Mach mal Verteidigung. Machst dir keinen Schaden. Angriff. 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 Okay. Und nächste Runde kann sie dann einen Heavy Attack machen mit ihrem 3 SP Skill. Noah, Angriff. Wie? Jaido-Schlag. Oh, sie ist sogar zuerst dran dann. Das ist ja nice. Mal gucken, ob sie den one-shotten kann. Ja. Gut. Okay. Nice. 81 Damage ist aber nicht sonderlich viel. Oh, Heilkräuter. Und 300 ist okay. Er ist höher als der Main-Character. Kuroto ist immer dabei, oder? Der weiß. Der ist in Wirklichkeit der Secret Hidden Main-Character. Irgendwann stirbt Noah und wir spielen dann Kuroto. Move faster. Ja, ich lauf ja schon. The town is nearly in our grasp. General, the enemy stragglers are making a break for the East Gate. That's where the Kessling boy is posted, isn't it? Yes, sir. And Lieutenant Kessling has asked us to send more troops. Nonsense. He can make do without. Begging your pardon, General. But his unit is just a few soldiers and the rune tank. From what I hear, the Duke's views Saint Kessling as a singular talent. So what, pray tell, does the Wunderkind have to fear from a few League stragglers? Have faith in the lad. Wow. Chappelle, nicer Dude, richtig geiler Typ. Kann's kaum erwarten, den zu vermöbeln. Oh, direkt die nächste Einheit oder was? Jo. How do we get through? Gewalt. The hard way. Ja. Hey, you're with the watch. Yeah. Ganz genau, wir sind stolz drauf. Oh yeah. Let's get it done. Sind wir Spaß? Ich weiß es nicht. Egal. Bisschen Gewalt. Bisschen mehr Gewalt. Nein, nicht mehr Gewalt. Noah hat auch nur einen SP. Sie kann mal Volldampf-Rotationsschlag auf den da hinten machen. Angriff, Angriff. Und. Boom! 79. Oh mein Gott, Noah kriegt so viel Damage. Aber sie auch. Weiß nicht, was ich mit ihrem Mann anstellen soll. Mio ist terrible. Die ist terrible, wenn die wenigstens richtig viel Schaden machen würde. Aber wahrscheinlich ist sie wirklich so ein Late Bloomer, die dann durch ihre Skills irgendwann halt extrem gut wird.
Gott, die sind alle so langsam. Meine Charaktere sind so slow. Heiltropfen, bist du dann schneller? Nee. Na, ja, mal gucken, vielleicht überlebst du, ja. Oh, oh, nicht den Heiler! Sie haben den Heiler! Sie haben einen Kopf! Meine Frauen! Oh no! Oh Gott! Hör mit den Typen! Ach, den Blatt! Last one. Okay. Die werden wenigstens nach dem Kampf wiederbelebt, das ist gut. Bei Level Ups, aber sie kriegen keine XP. Kann ich mit leben? Oh. Keep it moving, people. Bin auf dem Weg, Alter. So, wir haben Magie. Wir machen einmal die Herstellungswelle. Zoop. Die schon ordentlich heilt und dann hier noch ein Heal und dann noch ein Heal und dann noch ein Heal und dann noch ein Heal. Gut. Mittlerweile hat sie ja wenigstens ein bisschen Mana. Okay, jetzt können wir endlich aus dem Osttor raus, aber ich glaube, die Stadt ist trotzdem lost. We're almost to the East Gate. Yeah, but look. Oh. I see. So no reinforcements will be coming. We're all alone. Well, that's fantastic. The thing is, sir, General Chapel, he... You don't have to explain that man to me. Paul, get the rune tank running. We'll use it as a barricade. Right. Lieutenant. Zane? Is that you? Oh, nein. Noah. You've seen what I've seen. You know this war is unjust. I do. However, my place is in the Imperial Army. And my house's responsibilities now fall to me. Look, you've got ambitions. I understand that. But my situation's changed. And I have to leave through that gate. Noah! Lieutenant! Stand down. Please. I cannot. Need only lay down your weapon. No. I made a promise. Oh mein Gott. Also erstens, wie cool ist der Build-up mit Zane und Noah? Ich dachte, das würde erst viel später kommen, weil sowas hat man schon mal im Trailer gesehen. Aber, oh. Es ist so cool. Beide wollen nur das Richtige für ihre Nation tun. Ach du Scheiße. So, das gab's auch in Suikoden, so Duelle. Ist basically Schere, Stein, Papier. So, Angriff. Greift den Gegner an, verursacht hohen Schaden, kann aber keinen Blockadepunkt brechen. Nimmt defensive Haltung an, um sich auf Gegner einzustellen. Baut leicht Spannung auf, kann keinen Blockadepunkt brechen. Wählbar bei hoher Spannung. Senkt rasch Gegnergesundheit. Blockadepunkt brechen. Riskiert Fehlschlag, wenn Spannung gering. Okay, ich konnte einfach mal. Cannot convince you to walk away. Beide gekontert. Not a chance. Konter nochmal. I cannot convince you to. Not a chance. Okay. Wie wär's mit Angriff? So be it. Then my duty as an Imperial soldier is clear. Get ready, Noah. I am ready. Greif nochmal an. Is that all? My turn. Because my path does not end here. Okay. Der wird mich jetzt schlagen.
Ja, Konter hat funktioniert, sehr gut. Is he holding back? Ich schätze schon, ich glaube nämlich, der ist viel stärker als du. I'm not letting you stop us. Ich greife doch mal, ich mache nochmal Konter. Even if it means I have to use force. Zane, ich will dich auch nicht umbringen müssen. Surrender, Noah. This war is already over. Like hell it is. If you continue to resist, I will have to hurt you. That doesn't change a thing. Ich muss kontern. Der kommt. Ja. Surrender. I swear on my house's honor that you and your friends will be spared. It's not happening, Sane. And if you're gonna be stubborn about it. Können wir ihn brechen? Fine, Noah. If neither of us will bend, then we will fight till the lesser man breaks. Oh God. My turn. Try me. Okay, Angriff. Oh. In the name of House Kessling, I will bring you in line. My turn. Try me. Oder? Sorry, Sane, but you're not getting in my way. Ich werde das nicht überleben. Here I come, Noah. Do your worst. My turn. Oh, ich knie schon am Boden. Kessling, I will bring you in line. Noah! Back off! Surrender and you will be treated fairly. House Kessling would never... Cousin! They hurt you, Annie. It seems our time is up. Noah, are you all right? You made it. Oh, ich habe überall Gänsehaut. Das ist so cool. Oh, ich liebe Sane und Noah's Ark. Why didn't you flee with the others? I have a nasty habit of investigating my employers. And I'm pretty damn sure House Groom doesn't have a secret passage. Oh mein Gott, sie hat gelogen! Sie opfert sich! What do you mean? You're the distraction. You did it to save everyone else. Then I ask again, why are you here? You could have treated us like pawns, but you never did. That kind of loyalty deserves to be paid in equal coin. Besides, you look like a lady with one last trick up her sleeve. Milady? Is he here already? Oh, heavens. But I applaud his efficiency. We meet again, Miss Groom. I don't recall seeing you on my calendar, Your Grace. Ever proud, aren't we? I thought we might take this moment to discuss our future relationship. Are you about to propose, you cad? Sadly, I am already married. However, if you are willing to reassess our other relationship, I will permit you to keep your status, your wealth, and this manner. A generous proposal, don't you think? You want me to join the Empire? To join you?
What happens to the other League states? Their age has concluded. What concern is it of yours? I see you for the brilliant mind you are. Swear fealty to me, and the entire League will be yours. Oh, now we're talking. My offer pleases you. Oh, it's very bold. And it makes my skin crawl. A life of luxury beneath your heel? I'd sooner get down in the mud with the other soldiers and fight you to my dying breath. How dare you speak to His Grace that way? Enough, Chapel. You impugn my honor, young lady. A fine jest to speak of honor. The Emperor of Galdia still draws breath, yet you carry yourself as if what's his is yours. That is one opinion. Now, if you'll excuse me, I believe we're done here. You cheeky... Oh, but you are a fiery young woman, to choose sleeping in some barracks instead of the Empire's finest silks. Show Miss Periel to the gates, and if any man lays a hand on her, I'll have his head parted from his shoulders. I can see myself out. M'lady. Your Grace, how can you... It's just a woman and an old man. They pose no threat. Mark me well, Dukes. The day will come when this woman erases the triumph from your face. That is a promise. Until then, I bid you farewell. Also wenn der Rest vom Game auch so gutes Writing hat, ne? Dann haben wir ein paar sehr, sehr schöne Stunden vor uns. Das ist ja der Wahnsinn. Noah Sane und Periel sind eventuell ein paar der coolsten Charaktere, die ich je lesen durfte. There were a few stragglers lost in the tunnels, but I don't think we missed anyone. Good work. But where is her ladyship? You don't gotta worry about a tough piece of leather like her. Besides, Sabine's there to keep her safe. Okay. Jesus Christ. Bitte lass mich speichern. Sie lässt mich nicht speichern. Ich muss speichern. Ich muss zur Arbeit. Ich muss speichern. Oh je. Oh Gott. Ist hier was zum Speichern? Hier ist nichts zum Speichern. Okay. Na gut, dann müssen wir halt hier jetzt. Aber es muss ja gleich was. Ich meine, wir konnten jetzt schon ewig nicht speichern. Wir progressen mal die Story. Mit ihr, okay. So, what are we gonna do now? Komm ich ja zu spät zur Arbeit, who cares? What about you, Noah? You gonna head back to your village? Those Imperial scumbags drove us out of our home like common bandits. Which we are! Wait, really? Nah, it's a load of crap. But all they needed was a pretext, and they got one. Her ladyship's suspicions were sadly accurate. We need no further confirmation of Duke Aldrich's territorial designs than the army he commands.
Okay, but the other nations of the League are gonna help us, right? Right? It is pretty to think so. But the Dukes is a crafty man, and he may attempt to frame the war as a limited dispute between the Empire and Groom. If he is successful, our allies may hesitate. Agreed. They ain't gonna stand up to Galdea until the fires of war are burning on their doorstep. They'll pretend not to hear, while the Empire sharpens its knives and prepares to take another slice of the continent. All right, so what do we do? I mean, we clearly can't go back to Elta's Vice. And I loved it there so much. I know, dear. Listen up, everyone. There's something I need to tell you. Her ladyship bade you raise a resistance army? Yeah, cousin. Let's do it. We can't let those imp vermin march around our home like they own the place. So there's a chance we can get it back. What do you want to do, kid? Sure, the lady asked it of you, but that don't mean you're obligated. Ich habe es ihr versprochen. I already promised her. You sure about this? Yes. Well, if that is her ladyship's wish, I won't object. Let's go raise an army. Yes! Now we're talking! So, this means Noah is in charge, right? I mean, at least for now. Wait. Me? Why? 'Cause you're the one she asked, dummy! Oh, cousin. This is such a special moment. Let us be clear. Noah is in command on a provisional basis only until her ladyship returns. Hey, Ymir! Mein Boy! Sumire! My girl! Und Cassandra! Bezaubernde Gastwirtin, ach ja. Und Kogan! Und wer könnte noch sein? Es ist Yuhus! Also das Lied ist übrigens ultra hype, ne? Das ist super geil. Rauer Mönch. Yes, yes, very good. Still, these ruins will require serious work if we're going to station an army here. Was ist das? Ist das unsere Base? Holy. Haben wir das aus dem Boden gestanzt? Okay. Geh mal raus, was in der Materialtasche ist. Ja, mach das mal, Ressourcenlager. Wow. Wir haben ein Schloss. Ein Safe Point. Morning, Noah. How'd you sleep? 'Cause I feel like I got hit by a wagon. Ymir's been working us like dogs all week. And these scrawny arms are really not made for heavy lifting. No. Arme kleine Tomate. He said to make sure everything is ready for Lady Periel. Guess it's his way of worrying. Anywho, everybody's gathered in the Great Hall. Wanna go see what all the fuss is about?
Aber selbstverständlich wollen wir das nächste Mal machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Also, wenn ich bis jetzt ein bisschen gezweifelt habe, ob das Game super gut wird, bin ich jetzt davon überzeugt, dass es extrem gut wird. Weil ich meine, war ja mal ultra nice. Ah! Oh, I love it. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich werde den gesamten Samstag zocken, Alter. Das war echt geil, Alter. Ciao!